damit ein herzlich willkommen zurück. Ja, letzte Folge. Ihr seht's ja noch. Ja. Ich bin gespannt, was wir jetzt machen. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter. Boop. Alte Freunde. Oh, wir sind jetzt schon ganz nah am Prolog da. Ne? Naja, okay, eigentlich nicht. Aber ist das Aktuellste, was wir bis jetzt nach dem Prolog hatten. Ach, cool. Jody, meine kleine Haare. Prinzessin. Oh, lass mich dich ansehen, Kleine. Oh mein Gott, was für eine wunderschöne junge Frau steht da jetzt vor mir. Genauso bezaubernd wie immer. Voller Sorgen und verloren. Wie bei unserer ersten Begegnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe. Und? Wie geht's, Aiden? Oh ja. Schön, dich zu sehen, Bruder. Kommst du mit? Oh ja. Ich war besorgt. Sie suchen nach dir. Ich musste weglaufen. Ich hatte keine Wahl. Und du? Woran arbeitest du? Ich bin Chef einer Laborgruppe. Wir klassifizieren Typen von Existenzen, suchen verschiedene Spezies. Sowas in der Art. Es hat keine hohe Priorität, aber ich kann tun, was ich will. Tja. Wie geht's Nathan? Oh, er ist der Big Boss hier. Er leitet die DPA. Er hat es wirklich sehr weit gebracht seit der Zeit in unserem Labor. Gab es einen Durchbruch bei der Infrawelt? Oh, da stecken Millionen im Bau des neuen Kondensators. Der mächtigste, der je gebaut wurde. Natürlich war das erst möglich, als die Army mit ins Boot kam. Ich wusste es. Was ich dir erzählt habe. Hast du was rausgefunden? Am Tag deiner Geburt bekam eine Nora Gray ein Kind im DPA-Krankenhaus. Angeblich war es eine Totgeburt. Wo ist Nora jetzt? Sie wurde eingewiesen in eine psychiatrische Anstalt. Und zwar direkt nach der Geburt. Laut ihrem Profil müsste sie immer noch dort sein. Meine Mutter ist in einer Klapsmühle seit 24 Jahren? Ich meine, warum? Was war los? Es stand leider nicht in der Akte. Es tut mir so leid. Ich muss sie sehen. Jody, ich weiß genau, was du fühlst, aber sie ist in einer psychiatrischen Anstalt. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten, die du gerne willst. Ich suche nicht nach Antworten. Ich will sie einfach sehen. Ich meine, verstehst du nicht? Sie ist meine Mutter. Wenn ich ihr gegenüberstehe, sehe ich vielleicht, wer ich wirklich bin. Jody. Das ist eine Hochsicherheits-DPA-Einrichtung. Und du wirst gesucht. Von jeder einzelnen Strafverfolgungsbehörde des Landes. Die werden dich da nicht einfach so reinlassen. Nichts wird mich davon abhalten, sie zu sehen. Cole. Du hast sehr viel riskiert, um mir zu helfen. Danke, Cole. Hey! Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich da ganz allein gehen lasse. Ah, der Typ ist cool. Ich weiß echt nicht, Jody. Keine Wache am Tor. Kein Mensch parkt hier.
Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn ich in einer halben Stunde nicht wieder da bin, fahr einfach. Hey, ich warte doch jetzt nicht im Wagen. Cole, warte! Ich hoffe mal, dass ihm nichts passiert. Und wie, ich kann das nur mit Quicktime verhindern. Das wäre fies. Hi, ich möchte zu Nora Gray. Kann ich erst Ihre Erlaubnis sehen? Muss ich wirklich meinen Erlaubnisschein vorzeigen? Ich meine, können wir vielleicht uns irgendwie anders einigen? Tut mir leid, alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. Cool, ich brauche einen Schein. Hast du einen Schein? Ne, gut, dann machen wir ihn das. Hey, in welchem Zimmer liegt sie denn? Ich find's raus. Nora Gray, 7. Stock, Zimmer 43. Danke. Und tschüss. Und? Und mach die Suchleiste weg. Nicht, dass Sie wissen, wonach ich gesucht wurde. Ah. Soweit, so gut. Was jetzt? Alden, öffne irgendwie diese Tür. Mist, du musst zuerst die Wache ablenken. Hätte ich ja gemacht, wenn ich das vorher gemacht hätte machen dürfen. Sieh dich. Hinter dir. Ist doch gut, Mensch. Sehr gut, Alden. Jetzt mach die Tür auf. Komm schon. Irgendwas geben. Da, so ein Kartending, kann ich da. Okay, aber irgendwas blockiert uns die ganze Zeit. Ja, das ist so ein Ding. Ah, halt! Nein, er ist zu weit weg. Okay, der ist verrückt. Ich kann dich sehen. Was? Okay.
nachsehen. Okay, er ist auch immer zu weit weg. Die Kamera sieht uns. Verdammt. Ich glaube, es hat noch nicht gezählt. Keine, ne? Okay. Mit? Ah, Scheiße. Geisteskranke machen mir Angst. Finden wir Zimmer 43 und dann weg hier. Wir müssen nichts vergessen. Wir untersuchen das bis ins kleinste Detail. Sonst gibt's mehr Probleme. Der Teufel steckt im Detail. Oh, keine Sorge. Ich sag's niemandem. Sie verstehen das nicht. Das bleibt unser Geheimnis. Gut, machen wir. Okay, cool. Ein paar Kameras ausschalten. Safety first und so. Was willst du denn nur von mir? Ich hab doch gar nichts getan. Nein, ich hab gar nichts.
wir gucken etwa. Lass mich allein! Okay. Lass das. Ich bitte dich. Bitte, stopp! Nicht wehtun. Bitte, nicht wehtun. Geh weg. Geh weg. Ich warte hier. Ich bin gespannt. Jody. Du weißt, du musst das hier nicht machen. Sie bemerkt dich vielleicht nicht mal. Geh vielleicht lieber nicht rein. Mom, ich bin's. Jody. Ich bin deine Tochter. Hilf mir ein. Wirklich toll, Nora. Die Mutter und der Vater, beide sind begabt. Ist Ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Das wird nicht möglich sein, Nora. Lassen Sie uns doch alles regeln. Es ist das Beste, Sie wissen das. Aber sie ist mein Baby! Bringt sie mir! Ich hab's mir überlegt! Ich will mein Baby! Bitte! Bringt das Baby hier raus! Sie besitzt womöglich auch spezielle Fähigkeiten. Sagen Sie nur, sobald irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Erhöht die Dosis. Macht es so, dass sie nie wieder ihr Bewusstsein erlangt. Tut mir leid. Es tut mir leid. Es war meine Schuld. Was willst du mir zeigen? Fuck. Hm? Zerstör das Ding, Aiden. Zerstör es jetzt! Meine kleine... Meine Tochter... Solche Angst, ich würde dich nie wiedersehen. Ich hab dich so vermisst, Joe. Ich hab dich so vermisst. Was ist passiert? Was haben sie dir angetan? Die Drogen, die ich bekam, hielten mich in dieser Hölle fest. Ich kann nichts dagegen tun. Ich warte nur auf das Ende. Nein, ich werde dich hier rausholen. Ich werde dir helfen. Das geht nicht, Jody.
es zu spät. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Nichts wird das je ändern. Boah. Ich hab mir so fast... Boah. Ah. Nee, vielleicht kriegen wir noch irgendwo einen Weg, dass wir sie dennoch da irgendwie befreien können. Okay, das ist jetzt wirklich schwer. Weil er hätte sie auch quasi um seine getötet. Nee, kommt. Eigentlich würde ich es schon gern tun, damit sie echt erlöst ist, weil sie vegetiert ja noch rum. Aber zum anderen, vielleicht gibt es ja doch noch ein Mittel, sie zu heilen. Aber wieso kriegen wir jetzt die Entscheidung, das machen zu können? Das stört mich gerade. Schönes Gemälde. Hat mir richtig an der Schnauze gemacht. Okay, nee, der hat uns gerade zurückgezogen. Alpha Waves, okay. Das ist jetzt nicht wahr, oder?
Okay, Foto können wir uns jetzt nicht anschauen. Ach komm, das wäre ein Indiz für uns zu wissen, ob es der Snape ist. Technik, sonst nichts. Department of TPA, okay. Ne. Kommen wir nicht durch. Der Kondensator mit der größten Kapazität, die es gibt. Beeindruckend, nicht? Nathan! Jodie, schön, dich zu sehen. Ich weiß nicht, ob wir uns freuen sollten. Ich hatte solche Angst, dass dir was zustößt. Hast du abgenommen? Du siehst so erledigt aus. Nein, du wirst es gar nicht. Du bist am Leben. Komm, geh mir rüber zu mir. Komm her, setz dich doch. Und, wie geht's dir? Ging schon besser. Der Schlag auf den Kopf war schmerzhaft. Ich habe ihnen gesagt, sie sollten dir nicht wehtun. Aber sie wollten sich auch nicht mit Eiden anlegen. Wie konnten die mich finden? Sie haben dich schon seit deiner Flucht beobachtet. Sie wollten dich töten. Aber... ich habe sie überzeugen können, noch eine Weile zu warten und dich zu überwachen. Was war mit meiner Mutter, Nathan? Nora. Nora war labil. Sie hatte Angst. Sie war eine Gefahr für sich selber und das Baby. Meine Mutter hätte mir nichts getan. Das Risiko war ihnen zu groß. Und ich war nur ein Forscher bei der DPA, Jody. Ich habe erst viel später erfahren, was da passiert ist. Warum hast du mir nichts erzählt über meine Mutter? Warum hast du alles verheimlicht all die Jahre? Ich habe ja versucht, es dir zu sagen. Aber wie sagt man einem Kind, dass sein Leben nicht real ist? Also, habe ich für dich gesorgt, dich lieb gehabt, habe dich beschützt mit allem, was ich hatte. Hast du nicht gut hinbekommen. Und jetzt was? Du übergibst mich einfach an die CIA? Ist das der Plan, Nathan? Sie haben dich hierher gebracht, weil sie etwas für dich zu tun haben und sie wären dir sehr dankbar, wenn du es tun würdest. Wie bitte? Du glaubst, ich helfe den Betrügern, die mir meine Mutter weggenommen und mein Leben gestohlen haben? Ich meine, habe ich noch nicht genug getan? Wir wissen, dass ein anderes Land die Infrawelt entdeckt hat. Sie glauben, man könnte sie kontrollieren und manipulieren. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Wenn diese Existenzen in die Welt kämen, weißt du, was das bedeutet, Jody? Ja, besser als ihr. Was hat das alles mit mir zu tun? Du kennst die Infrawelt besser als irgendwer. Das ist ein CIA-Job. Und damit bin ich durch. Sie bieten dir einen Deal an. Wenn du das für sie machst, dann bist du raus und frei. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn sie ein Portal öffnen? Das wäre die Apokalypse. Du
hast doch die Macht, das zu verhindern. Nach Dawkins gefragt haben. Auch 72%, okay. Wache abgelenkt. Ja, 83%. Boah. Nora in der Hölle leiden lassen. Ey, komm, fickt euch, ja? Ey, kann nicht zulassen, dass sie ihre Tochter umbringt. Außerdem. Kannst du wohl ein Heilmittel geben? Ah, 51% nicht nach dem Vater gefragt. Ja. Zell mit Aiden erkundet. Und Medaillon genommen. Oh, das nervt mich gerade mit der Mutter echt. Naja, gut. Wir machen weiter. Vielleicht kriegen wir doch noch ein Heilmittel. Oh. Okay, Einsatzversprechung. Offensichtlich weiß Karzistan inzwischen von der Existenz der Infrawelt. Es gibt eine Kluft. Und sie führen Experimente in einer Geheimbasis durch. Ihr Standort ist die Provinz Felhanyang. Wir wissen nicht, wie weit sie mit ihren Experimenten sind, aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so, dass niemand sie gegen uns einsetzen kann. Ich vermute, die Anlage wird streng bewacht. Ja, sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr Team wird... Team? Hol sie rein, Maler. Oh, wehe, der eine Typ. Hey, Baby. Na, kennst du uns noch? Die zwei sind okay. Claytons Team geht mit ihnen, als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in 2 Tagen beginnen. Viel Glück. Pass gut auf, Judy. Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. Schön, dich zu sehen. Schnauze. Oh, ich sehe schon. Aiden kennt mich wohl noch. Ja, wir auch. Bleib besser weg von mir, Ryan. Aiden verzeiht dir noch viel weniger als ich, verstanden? Gut. Ich finde das sehr ermüdend. Wenn Sie nicht mit uns kooperieren, habe ich keine Wahl, als Sie zu töten. Natürlich töte ich Sie auf jeden Fall. Aber es hätte kurz und schmerzlos werden können. Aber stattdessen wird es leider ein ganz, ganz langsamer und qualvoller Tod. Also, ich frage Sie nun ein letztes Mal.
Wer hat sie geschickt? Alden. Wo bist du? Na super. Wir erfahren also. Wir wissen also schon mal, was uns blüht. Schön. Es ist alles komplett verlassen! Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten. Der Schneesturm wird noch stärker. Was machen wir jetzt? Jody, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen. Verstanden, Aiden? Das können wir auch immer so weit reisen. Da ist ein Haus dort hinten! Ich seh's! Dann los! Ich merke schon, das wird schon wieder über eine Stunde laufen. Verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf! Der Informant leimt uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. 3 Tage wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey, bin's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn's sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Sie hat recht. Wir werden hier bleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisungen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Okay, wir können echt weit. Ah, hallo. Ein Bonus. Ich muss kurz raus. Ich muss dringend pinkeln. Was? Geh nicht zu weit, okay? Es sind minus 40 Grad. Ich mach da draußen keinen Stadtrundgang. Na gut, dass die nicht bemerkt haben. Sie sind hier. Ich habe sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Wurdest du gesehen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Und los.
Los, dranbleiben! Aber es ist kalt. Bingo. Aiden, sieh nach, was drin ist. Erstmal. Okay. Ein bisschen was von uns, aber okay. Also von da war jetzt halt. Hä? Soldaten. Sie laden Kisten ein. In U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Kluft ist... Sie ist unter Wasser. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich sehe da drei. Lass Aiden alle ausschalten. Aiden? Kümmere dich darum. Erst die Soldaten aus. Den Schuss hat niemand gehört, ja. Also ich sagte drei, also eins, zwei, drei. Ne, die sind weg. Sekunde, okay?
Guck mal, da wären auch Informationen für uns, oder nicht? Haben wir noch was vergessen? Hier lang. Okay, was genau soll das hier werden? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit ihr. Was ist mit uns? Zwei sind. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Sobald wir zurückkommen, müssen wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber... Das ist ein Befehl, Nick. Gib mir den Sprengstoff. Klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Ja. Ja, das war mir völlig klar. Hier kommt's. Bei Nick bin ich mir nicht so sicher. Geh tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. Oha. Oha. Geil. Die Sicht ist mies. Es ist schwer mit der Peilung. Aber wir haben noch genug Monitor und sowas. Eigentlich? Nee. Reiten können wir nicht machen. Okay, hier rechts irgendwo, wie es aussieht. Ich hoffe, er will keine Antwort. Ich habe ein mieses Gefühl. Ich bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Wie knallhart. Oh. Aber vielleicht sind sie kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet. Ja. Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst ihren Namen. Für wen sie arbeiten. Und woher wissen sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen, bis Sie sie beantwortet haben. Mach ruhig. Wie ist Ihr Name? Du.
Das muss schmerzhaft sein. Sie brauchen nur zu antworten. Ihr Kamerad wird nicht länger leiden müssen. Das ist nicht mein Kamerad. Noch keine Antwort? Was muss ich tun, damit Sie sprechen? Kuchen wäre schön. Möglicherweise brechen Sie Ihr Schweigen, wenn ich etwas weitergehe. Nö, eigentlich nicht. Das ist doch vollkommen unnötig. Sie müssen mir nur antworten und dieser Albtraum hat ein Ende. Na los doch. Reden Sie schon. Ich hasse es, Menschen so sinnlos leiden zu sehen. Ja, ich nehme auch Oma. Einmal. Oma Sean Colley. Ein sehr dringender Auftrag. Ich muss Sie leider verlassen. Oh, schade. Ich werde schon möglich. Bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Freuen wir schon. Was jetzt? Wir finden und zerstören den Kondensator und raus. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Nein. Aber ich überlege mir was. Ich dachte mir so, Knall, Peng, Puff. Warte an! Jetzt hat ihr die Chance! Um hier den Schichtschüler zu verschütten! Schnapp dir eine und folge mir. So weit können wir erstmal nichts machen, ne? Pass gut auf. Keiner darf Verdacht schöpfen. Kamera. Ein Soldat in dem Gang. Nee, wirklich? Ich kümmere mich darum.
Einfach vorwärts, Aiden. Die Luft ist rein. So, und der da hinten? Keine Wunder, warum ihr erwischt werdet. Verdammt! Hört auch gar nicht auf. Schleust uns an ihm vorbei ein. So, sind wir schon beinahe gedacht, dass ich sowas haben. Okay, wir müssen jetzt irgendwas machen. Okay, wie können wir hier sonst soweit nichts machen? Hier können wir nichts kaputt machen. Aiden, ich brauch dich! Idiot! Wir haben uns doch gerade einen kleinen Weg da beschafft. Thank you.
bereit. Aiden? Aiden, du bist da. Schnell. Schnell. Finde mich. Ich wissen. Kannst du laufen? Ja, ja, ist klar. Geh zu den U-Booten. Warte auf mich. Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jody, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jody. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Der Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Der Verhörraum? So, so, okay. Anzahl der Mogwai. Kümmere dich um den Mistkerl, Aiden. Explosion unter Wasser? Oh, verdammt! Ja, lass doch mal. Komm mal hier. Ding muss es doch Licht geben.
ruhig bleiben, Aiden. Das in 15 Minuten, ja? Natürlich müssen wir es dann in jeden Rand machen. Du stirbst heute hier mit mir, Mädchen. Au. Die größte Entdeckung, die die Welt jemals gesehen hat. Zerstört. Nur wegen dir, du dämliches amerikanisches Miststück. Jahrelange Arbeit. Und alles umsonst. Ha ha ha!
Hä? Wir sehen uns. Auf der anderen Seite. Danke. Ich mag ihn trotzdem nicht. Hey, lass uns hin. Komm schon. Komm schon, Jody. Komm wieder zu dir. Komm schon. Oh, fuck. Komm schon, Jody. Wach auf, ja? Wach auf. Wach auf. Komm schon. Und ich kann Aiden leider nicht rufen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich liebe dich, meine Hand los. Auge um Auge. Drachenhöhle. Oha. Da gibt es keine Prozente? Also angemeldet bin ich, weil Internet habe ich ja. Glaube ich. Moment. Ja, doch. Okay, wir haben Reden auf jeden Fall verweigert, ist klar. Basis eingenommen mit Kisten, gab wohl noch eine andere Möglichkeit. Noch zwei unentdeckte Wege, okay. Von Ryan gerettet worden. Gab wohl noch einen Weg, wo es nicht passiert wäre, okay. Ja, wenn wir den Typen fertig gemacht hätten, wahrscheinlich. Und in Basis eingedrungen. Okay. Aber gut, Leute. Wir haben jetzt schon wieder Stunde 15. Das ist eigentlich okay, 15 Minuten drüber. Das ist okay. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt sagen, danke, dass ihr dabei wart. Schaut gerne wieder rein, wie es morgen weitergeht. Und ja. Was passiert jetzt mit ihr? Weil eigentlich hat sie ja ihre Aufgabe erfüllt und dürfte damit frei sein. Ich bin gespannt. Ich glaube das Ganze zwar noch nicht ganz, aber werden wir sehen.
Also Leute, bis dahin, macht's gut und ciao.